wir sind wieder unterwegs. Zumindest innerhalb von Thailand. Aber das reicht, um dieses Video endlich mal wieder mit einer Landkarte zu beginnen. Das hier ist unsere Route der vergangenen 3 Wochen. Gestartet sind wir in der Trang Province, wo wir die letzten 4 Monate im Lockdown verbracht haben, sind dann für eine gute Woche nach Krabi und im Anschluss auf die Insel Koh Phangan. Viel Spaß beim Video! Aber wir sind mega glücklich, super schön. Wir freuen uns einfach, dass wir aus Krang jetzt endlich raus sein dürfen. Und das Wetter spielt auch mit. Genau. Jetzt fühlt sich das wieder wie Urlaub an hier. Provinz Krabi und hier ist es relativ schwierig, einen guten Platz zu finden, weil hier sehr viel mehr Tourismus ist. Es ist doch recht bebaut, aber wir haben jetzt hier diesen Platz gefunden, an dem wir 2 Nächte standen und super schöne Sonnenuntergänge hatten und auch sehr gut die Nacht verbracht haben. Es war sehr ruhig und jetzt fahren wir aber noch ein bisschen weiter und gucken mal, ob wir vielleicht doch noch ein etwas abgelegeneren Platz mit ein bisschen weniger Menschen finden. Thailand, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Unsere erste Reifenpanne, aber nach über 400 Tagen und ich glaube 45.000 Kilometern darf das auch mal passieren. Und die Jungs können das flicken, ruckzuck. Wir hätten zwar auch ein Flickset dabei, aber die machen das für 2,50 Euro, dann ist das der bessere Deal.
noch nicht das Ende unserer Reise. Wir mussten unser Van also noch nicht aufs Schiff packen, um ihn zurück bis nach Europa zu verschiffen, sondern wir fahren nur rüber nach Koh Phangan und machen uns ein paar hoffentlich nette Tage auf der Insel und schauen mal, wie es da so aussieht. Ja. Wir sind hier an einem der bekanntesten Strände Koh Phangans. Hier ist niemand. Niemand. Wahnsinn. Das ist schon extrem. Ein Hund. Das war's. Gefühlt alles zu. Das ist Koma. Wenn Flut ist, ist dieser Verbindungsstrand unter Wasser. Jetzt ist gerade starke Ebbe.
Wir sind jetzt hier beim Post Office, um endlich Postkarten einzuschmeißen. Wir haben ja so eine Aktion, dass wir Leuten Postkarten aus der Ferne schicken gegen eine kleine Spende in unsere Spritkasse. Vielen Dank an alle Leute, die da mitgemacht haben. Wenn ihr das auch machen wollt, schaut auf unseren Blog. Wir verlinken den hier unten, da könnt ihr vorbeischauen. Und die nächste Fuhre dauert dann auch hoffentlich nicht mehr so lange, ja, in der Hoffnung, dass es keinen zweiten Lockdown gibt. Inzwischen sind wir an diesem wunderschönen Strand angekommen, den ihr hier gerade sehen könnt. Wie lange wir allerdings jetzt noch in Thailand bleiben können, das steht weiterhin in den Sternen. Zumindest wurde die Visa-Amnesty jetzt bis zum 26. September verlängert. Das heißt, bis dahin dürfen wir auf jeden Fall im Land bleiben. Vielen Dank für eure Unterstützung bisher, auch fürs Gucken des Videos. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Bis zum nächsten Mal.